jetzt Leo TV genießen. Bitte ein Bett. Ja, die Meisterschaft ist erneut verschoben und enttäuschte Oberweiser kommen ohne Titel aus Lützkampen zurück. Dafür jubelt ein anderes Team bereits am drittletzten Spieltag über Meisterschaft und Aufstieg. Natürlich lösen wir im Laufe der Sendung noch auf, wer da feiern durfte, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leo TV. Einer, der es am vergangenen Spieltag noch nicht schaffen konnte und es nicht schaffen wollte, ist der Sportverein aus Speicher. Besser gesagt die zweite Mannschaft, die bis vor diesem Spieltag an der Spitze der Kreisliga C3 stand. Gegen Geichlingen gab es nämlich mit dem 3:3 einen unerwarteten Punktverlust. Und dann war nach der Partie niemand mehr für ein geplantes Interview bereit. Die Ergebnisse des 20. Spieltags. Herforst, Idesheim 0:4. Oberkeil, Dist 7:0, Bollendorf, Oberweis 5:0 und Mötsch gegen Rittersdorf 4:0. Ein Blick auf die Tabelle. Bollendorf jetzt einen Punkt vor Speicher. Es bleibt also weiterhin spannend an der Spitze. Abgestiegen Dist, Herforst und Messerich. Der kommende Spieltag könnte dann für einen der beiden Top-Favoriten zum Tag der Wahrheit werden. Spitzenreiter Bollendorf muss nach Rittersdorf und Speicher nach Idesheim. Keine leichte Aufgabe für beide. Oberweis empfängt Messerich, Dist Geichlingen, Pick Liesem Herforst und Mötsch muss nach Oberkeil. Nach der Werbepause geht's gleich weiter mit jeder Menge Fußball, unter anderem mit unserem heutigen Topspiel. Heimat steht für Geborgenheit, Sicherheit und Zukunftschancen. Für uns ist Heimat die neue Stadt. Ehrenamt und Vereinsarbeit stärken unseren Zusammenhalt. Egal ob Fußball, Feuerwehr, Musikverein, wir möchten euch unterstützen. Wir stehen für eine flächendeckende und wohnortnahe medizinische Versorgung. Dazu gehört auch die Geburtshilfe, denn sie ist Zukunft für unsere Heimat. Wir stehen für klare Positionen und gemeinsame Lösungen. Schenken Sie uns bitte Ihre Stimme. Bitburger 0,0. So gut kann Erfrischung schmecken. Und deshalb bitte ein Bit. Hey, ich habe gehört, du arbeitest an der Börse. Ja, an der Börse. So, hast du vielleicht einen Tipp für mich? Aber doch. Super. Sprechen Sie nicht mit den Falschen über Geld. Sprechen Sie mit uns. Wir blicken jetzt auf die C2. Hier heißen die Protagonisten an der Tabellenspitze seit Wochen Biersdorf und Lasel. Und am vergangenen Sonntag kam es in Lasel zum Showdown, der die Meisterschaft vorzeitig entscheiden konnte. Dafür mussten die Gäste aus Biersdorf aber gewinnen. Und Lasel durfte nicht verlieren, um seinerseits die Chance auf den Titel aufrechtzuerhalten. Unser heutiges Topspiel, Lasel gegen Biersdorf. Jetzt das Topspiel auf Leo TV genießen. Bitte ein Bit. Johann Reifers stimmt seine Jungs nochmal ein, denn es ist für Lasel die letzte Chance, noch den direkten Aufstieg zu packen. Und dazu muss der Tabellenerste Echtersbach-Biersdorf geschlagen werden. Doch die Gäste in den weißen Trikots werden natürlich alles daran setzen, hier selbst den Sieg einzufahren. Denn bei 3 Punkten wäre man durch, der Aufstieg damit sicher. Die nötige Unterstützung haben die Gäste dabei. Die Fans veranstalten schon vor dem Spiel ein echtes Spektakel. Der Anpfiff muss deshalb sogar ein wenig verzögert werden. Dann geht's aber los, Echtersbach von links nach rechts, weiter Freistoß von Sean Smith. Und direkt der nächste hinterher nach diesem Foul an Stefan Neuhaus. Wir sind in der 3. Minute, Pascal Gillen tritt an. Und Frank Weyand im Laseler Tor muss zum ersten Mal ran. Dann länger nichts, 20 Minuten sind gespielt, Einwurf für die Gäste. Kaspari kriegt den Ball nicht richtig auf den Kasten, aber Rausch ist da, nächster Anlauf auf Gillen. Und Rausch steht im Abseits, aber nicht Aaron Köhl. Köhl findet Neuhaus, aber der kriegt beim Kopfball keinen richtigen Schmackes dahinter. Dann auch mal die Gastgeber vorne mit einer Ecke. Und der kommt hoch, lange in der Luft. Rausch tritt vorbei und René Gaspar mit einem angedeuteten Schuss, den Rieder nicht vernünftig verwerten kann.
33. Minute wieder Lasel, ein weiter Ball auf Niklas Schellen. Der ist vorbei an Smith und dann kommt Matthias Kaufmann raus. Und Schiri Lenzen ist sich sofort sicher, dass das ein elfmeterreifes Foul des Echtersbacher Keepers war. Der sieht das natürlich ganz anders und die Sache ist tatsächlich weniger klar, als sie auf den ersten Blick aussieht. Schellen läuft Smith davon und dann geht Kaufmann sehr ungestüm rein. Ein glasklarer Elfer ist das für mich aber nicht. Auch wenn Kaufmanns Einsatz da sehr aggressiv ist, keine hundertprozentige Sache, aber am Ergebnis ändert das nichts. Der Gefaulte tritt selbst an. Schellen gegen Kaufmann und Kaufmann hält ihn! Und sorgt dafür, dass hier zum Glück nicht noch tagelang über diesen Elfer diskutiert werden muss. Der war zwar nicht stark geschossen, aber dafür nervenstark gehalten. Und das freut natürlich auch den Biersdorfer Anhang. 4 Minuten später, den Rückstand verhindert, geht für die Gäste jetzt auch was nach vorne. Neuhaus leitet den weiter auf Eppers und der raus auf Biersbach und der behauptet den erst. Verliert den dann, blockt aber den weiten Schlag und hält die Kugel dann noch im Spiel auf Köhl. Wieder Eppers. Lasel nicht an den Leuten, das ist Reuter. Christian Reuter, was für ein Wahnsinn! Was für ein Dampfhammer! Und Reuter weiß natürlich sofort, wo er hin muss. Und hat sich die Bierdusche auch redlich verdient. Bekommt natürlich auch den Dank der Kollegen. Was für ein Schuss! Das schaut man sich gerne nochmal an. Biersbach mit der ausschlaggebenden Aktion lässt den Ball nicht ins Ausgehen und dann ist Lasel unsortiert, lässt den Biersdorfern zu viel Platz und Reuters Schuss einfach eine Augenweide. 2 Minuten später, die Gäste wittern, dass Lasel angenockt ist, versuchen direkt einen Treffer nachzuschieben und die Gastgeber haben Probleme, den Ball zu klären. Heinen und Zenner rutschen beide aus. Biersbach ist das auf Eppers. Und der kriegt den Ball trotz so vieler Schwarz-Roter um sich rum auf Neuhaus. Stefan Neuhaus! Vorbei. Und Schiri Lenzen hat diesmal auch keinen Strafstoß gesehen. Nochmal Lasel. Elfmeterschütze Schellen wird ihn treten. Und wieder ist Matthias Kaufmann zur Stelle. 2:0 jetzt für den Torwart im Privatduell zwischen den beiden. Aber Lasel versucht's jetzt nochmal. Vielleicht geht ja noch was vor der Halbzeit. Ein Treffer gerade jetzt wäre ganz wichtig. Kapitän Heinen auf Hostert. Und der mit einer ganz schlechten Annahme. Und über Neuhaus und Gillen geht's für Echtersbach nach vorn. Gillen auf Köhl mit Platz. Er auf Eppers. Und Weyand ist da und den Nachschuss kriegt Lasel gerade noch so auf der Linie geklärt. Wir springen in Durchgang 2. Lasel kommt aggressiv aus der Kabine. Man merkt ihnen an, dass sie wollen. Heinen ist das im Doppelpass mit Benz. Und der Abschluss, ein erstes Ausrufezeichen der Gastgeber nach der Halbzeit. Nur eine Minute später, Hostert und Senna im Aufbau. Smith zunächst gut gegen Heinen. Aber Zenna auf Gaspar und der mit einer schönen Bewegung gegen Köhl. Die Hereingabe aber kann Alexander Möß klären. Die Gastgeber versuchen es weiter, bauen von hinten auf. Pablo Geisenberger erst mit einem schlechten Ball, aber dann kommt der Pass von Möß genau auf Schellen. Wieder Schellen gegen Kaufmann und der Biersdorfer Torwart, heute der Fels in der Brandung. Und dass Echtersbach hier Einsatz zeigt, unbedingt den Sieg will, zeigt auch diese Aktion. Smith im Liegen mit dem Kopf, um den Angriff zu verhindern. Und am nachfolgenden Foul von Riedler lässt sich der Laseler Frust schon gut erkennen. Wieder mal Hostert. Gut rausgehoben dieser Ball auf Heinen. Der vorbei an Biersbach und sieht Rieder, aber an Matthias Kaufmann scheint heute einfach kein Vorbeikommen zu sein. Und so erlebt Johann Reifers die Szene. Die Zeit läuft seiner Mannschaft davon. Gleich ist Schluss. Lasel muss jetzt treffen, wenn hier noch was drin sein soll. Heinen ganz locker gegen zwei. Bei Echtersbach schwinden die Kräfte. Schellen ist das, aber überall sind Biersdorfer Beine im Weg. Und plötzlich ist Heinen durch. Heinen gegen Kaufmann.
und Kaufmann bleibt Sieger und erhält dafür die Sprechchöre der Fans. Der nachfolgende Abstoß lässt Lenzen hier noch groß nachspielen, Grund gibt's eigentlich nicht. Und er pfeift ab und Echtersbach holt sich beim ärgsten Liga-Konkurrenten die Meisterschaft, macht den Aufstieg in die B-Klasse perfekt. Die Freude im Moment des Schlusspfiffes lässt sich wohl an keinem besser zeigen als am Biersdorfer Trainer Haki Keilen. Das sind schöne Bilder. Ein Anteil am Sieg haben sicher auch die Fans, die hier so zahlreich nach Lasel mitgefahren sind und die Mannschaft stimmkräftig unterstützt haben und ihre Jungs dafür jetzt feiern dürfen. Bevor wir aber euphorische Sieger am Mikrofon sehen, erst einmal ein enttäuschter, aber auch überraschend positiv gestimmter Laseler Trainer im Interview. Wie groß ist die Enttäuschung? Weil das war ja doch eine relativ knappe Niederlage. Ja, du hast ja ein entscheidendes Heimspiel, hast du hier eine Mannschaft mit Echtersbach, wo wir im Prinzip gewinnen mussten, um eine reelle Chance zu haben, direkt aufzusteigen, besser gesagt. Und dann machst du ein Spiel auf Augenhöhe, wo du einen Elfmeter hast, den du vergeben kannst, ist passiert. Und dann kriegst du so einen Sonntagsschuss rein. Und fällt im zweiten Halbzeit zu wenig nach vorne, beziehungsweise einfach halt das Tor fällt entfallen. Und tut weh zu Hause. Das war das Topspiel auf Leo TV. Bitte ein Bit. Ja, herzlichen Glückwunsch nach Biersdorf zur Meisterschaft. Nach der Partie hat mein Kollege Marvin dann auch noch mit einem überglücklichen Trainer Haki Keilen und mit dem Torschützen Christian Reuter gesprochen. Du merkst, die Stimmung ist super. Die Leute haben gefeiert, die Leute sind am Feiern. Was ist das für ein Gefühl, jetzt die Meisterschaft in der Hand zu haben? Ja, einfach super. Die Emotionen sind noch da. Ich glaube, ich hätte gar nicht so viel Bluttabletten nehmen können, wie ich heute gebraucht hätte am Ende. Wir haben es am Ende nicht mehr gut gespielt, wir haben es halt erkämpft. Aber die erste Halbzeit haben wir klasse gespielt, wirklich klasse gespielt und haben auch verdient geführt. In der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, wir müssen, aber irgendwie, wie dazu ist, der Gegner schmeißt alles nach vorne mit langen Bällen und wir haben es immer wieder weiter zurückdrängen lassen. Das war also nicht so. Oh, Scheiße! In der zweiten Halbzeit kam die so. Die kamen mit langen Bällen, aber die haben nur lange Bälle drin gehabt und da waren wir relativ gut drauf eingestellt. Wir haben ja auch gute Spieler hinten in der Innenverteidigung, der junge Alex Möß zum Beispiel, A-Jungspieler und dann Sean mit seiner ganzen Erfahrung, die haben da drinnen gut gewuppt. Aber es war immer prekär, so lange Ball, dann zitterst du immer, wenn er Richtung Tor geht, auch wenn du es dann holst. Matti hat super gehalten heute. Insgesamt, glaube ich, hatte Lasel heute auch keine Ideen mehr wie lange Bälle und deswegen waren wir eigentlich hin raus, denke ich, war es auch verdient, aber wir haben nicht wirklich zweite Halbzeit gut gespielt. Aber es ist uns scheißegal. Ja. Und sag mir kurz was zu dem Tor. Also das war wirklich ein Hammerschuss. Wie hast du den so erlebt, als du in der Situation warst? Hast du gedacht, der Torwart steht irgendwie so, dass ich ihn reinwemsen kann? Ich dachte einfach mal drauf. Das ist der zweite Tor, ich die Saison so mache. Legt mal schön auf, Streffen, Strich, Bumm, Winkel, geil. Und hier die restlichen Ergebnisse. Prüm gegen Weinsheim 0:6, Bitburg Rot 5:0 und Dahleiden besiegt Gerolstein mit 3:2. Biersdorf also durch, ein Spiel weniger und 7 Punkte dahinter die SG Lasel Feuerscheid. Abgestiegen ist Prüm und Neidenbach. Bitburg hat noch die Chance, an Rot vorbeizukommen und den rettenden 8. Platz zu erreichen. Nochmal zurück zu den traurigen Laselern, die nach dem verpassten Titel nun am Sonntag beim Absteiger Prüm antreten müssen. Für Lasel geht es jetzt nur noch darum, sich für die Relegation zu zeigen. Das Spiel in Prüm, eigentlich eine klare Sache für den Tabellenzweiten, doch deren Trainer Johann Reifast ist lang genug im Geschäft, um zu wissen, dass man auch gegen einen Absteiger nicht von vornherein schon gewonnen hat. Wie motivierst du die Leute jetzt, die Jungs für Prüm? Weil die sind ja abgestiegen. Ist da vielleicht ein bisschen die Gefahr, die zu unterschätzen da? Prüm ist ja ein Derby für uns. Ist ja nicht so, dass die jetzt weit weg sind. Die sind halt nah an uns dran. Wir haben ja halt, vor Jahren eine kleine Kooperation im AIB und Bereich mit der Jugend gehabt, wo einige auch davon gespielt haben da. Und ich denke schon, dass die Burschen von Hause aus schon gerne gegen Prüm gewinnen wollen. Und da wird das nicht so schwer sein, sie zu motivieren. Das geht schon. Das kriegen wir schon hin. Okay, danke. Und Prüm? Entschuldigung, Prüm auf die leichte Schulter nehmen tun wir auf keinen Fall. Wir haben das nach der Winterpause gesehen, AZ Dahleiden im ersten Spiel haben sie verloren in Prüm und dementsprechend halt, sind wir gewappnet. Wir haben letzte Woche in Neidenbach noch Punkte liegen lassen. Das sollten im Prinzip die einzigen gewesen sein, die im Keller bleiben.
Und hier noch die restlichen Begegnungen des 21. Spieltags in der Kreisliga C2. Au gegen Dahleiden, Neidenbach empfängt Bitburg, Weinsheim, Gerolstein und für Rot geht's nach Watzerath. In der Kreisliga C1 machen wir es heute ganz kurz. Hier die Ergebnisse vom vergangenen Wochenende. Kelberg gegen Walsdorf 3:1, Elscheid-Struth 1:7, Bongard-Wallenborn 2:1, überraschende 4:2 Niederlage des Tabellenzweiten Neunkirchen in Kirchweiler, Rengen-Ulmen 1:0 und der Topfavorit auf Meisterschaft und Aufstieg, die SGEV Eschleck-Demerath mit 2:0. Aufgrund der Niederlage des Tabellenzweiten Neunkirchen ist jetzt so etwas wie eine Vorentscheidung in der Meisterschaftsfrage gefallen. Fäusdorf mit 6 Punkten Vorsprung auf Neunkirchen. Und jetzt fehlt der Mannschaft von Tana Aslan nur noch ein Pünktchen, um den Titel klarzumachen. Wallenborn, Rengen und Elscheid sind in der kommenden Saison nicht mehr in der C-Liga vertreten. Am Sonntag kommt es dann am vorletzten Spieltag zu folgenden Begegnungen. Walsdorf gegen Rengen, Ulmen, Kirchweiler, Wallenborn, Demerath, Neunkirchen gegen Elscheid, Struth empfängt Tabellenführer Fäusdorf und Bongard empfängt Kelberg. Weiter geht's mit der Kreisliga B2. Seit Wochen heißt hier die Frage in Sachen Meisterschaft, Neidenbach oder Preist. Und diese Frage haben die Neidenbacher am vergangenen Sonntag mit einem 1:0 in Preist sehr deutlich beantwortet. Das Tor des Tages erzielte vor über 300 Zuschauern Nico Heinz 15 Minuten vor Spielende. Und hier die restlichen Ergebnisse des 24. Spieltags. Metterich, Diss 2:3, Echfeld, Baustadt 1:5, Kilburg, Karlshausen 1:8, Geichlingen, Ernsten 0:0, Lünebach gegen Mötsch 1:1 und Wachsweiler, Messerich 4:1. Platz 1 bleibt im Besitz der Neidenbacher, denen jetzt nur noch ein einziger Punkt zur eindeutigen Meisterschaft fehlt. Preist weiterhin auf Platz 2, jetzt aber mit 6 Punkten im Rückstand. Auf dem Relegationsplatz nach wie vor Messerich, am Tabellenende Kilburg. Wir schauen auf den vorletzten Spieltag. Während die Preister zum dritten nach Ernsten müssen, können es die Neidenbacher im Kampf um den noch fehlenden Punkt zur Meisterschaft ganz gemütlich angehen. Deren Gegner heißt Kilburg und die sind bereits abgestiegen. Wir haben den Neidenbacher Trainer Andreas Klink in der Leitung. Hallo Andreas. Servus Laura. Ja, das klingt ja nach einer leichten Aufgabe für deine Mannschaft. Siehst du das auch so? Also am Wochenende, ja, vom Papier her natürlich schon. Allerdings war ich am vergangenen Wochenende auch Speicher gegen Schleich gucken. Das ging zwar nachher 3:0 aus, aber das war alles andere als deutlich gewesen. Und die Schleiter haben sich sehr gut verkauft. Und erst in der Schlussphase, als Schleich hinten aufgemacht hat, hat Speicher dann auch das Spiel entschieden. Von daher wird es nochmal eine Herausforderung. Und wir werden dem Gegner mit vollem Respekt gegenüberstehen und aber denke ich mal am Ende ein 3 einfahren. Was ist denn für Sonntag nach dem Spiel geplant? Gibt es da eine spontane Aufstiegsparty? So, spontan kann man ja jetzt nicht mehr so wirklich sagen. Da ist natürlich schon was geplant. Im besten Fall holen wir natürlich am Samstagmittag schon einen Punkt, sind damit Meister. Der FC Bayern holt nachher noch einen Punkt, ist damit auch Meister. Und mein guten Kumpel Marco Wallisch in der A-Klasse wünsche ich dann auch noch einen Punkt. Und dann ist er auch noch Meister in der A-Klasse und dann wäre es ein perfektes Wochenende für mich. Jetzt noch ein kleiner Blick in die Zukunft. Auf welchen Positionen muss sich deine Mannschaft noch verstärken, damit die Saison in der A-Klasse für euch erfolgreich verlaufen kann? Also, da Stefan Krämer höchstwahrscheinlich aufhören wird als Sturmspitze, Mario Stier in den letzten ein, zwei Jahren immer wieder anfällig war, werden wir da auf jeden Fall Nachholbedarf haben. Und da sind wir auch dran, für noch einen Sturmtank zu kriegen. Ob das funktioniert, wissen wir noch nicht. Und in der Innenverteidigung, da werden wir auch noch nachbessern müssen, ob das funktioniert. Da steht noch ein Stern, die Gespräche laufen. Und wir sind aber da sehr, sehr zuversichtlich, dass am Ende des Tages dann halt eben auch noch 2, 3, 4 neue Spieler zur Verfügung stehen. Ja, Andreas, dann wünsche ich dir und deiner Mannschaft einen erfolgreichen Saisonausklang und eine tolle Aufstiegsparty am Sonntagnachmittag in Nattenheim. Super, vielen Dank. Hoffentlich geht's in Erfüllung. Und hier noch ein Blick auf die restlichen Spiele des vorletzten Spieltags. Ernsten gegen Preist, Karlshausen-Echfeld, Wachsweiler-Lünebach, Dist gegen Mötsch, Metterich-Geichling und Baustadt empfängt Messerich.
Auch in der B1 wurde gespielt. Daun Oberkill 2:0, Non Mehlenthal 3:2, Darscheid gegen Ulmen 3:1, Steffeln Aabach 3:3, Deudesfeld gegen Au 0:1, Gerolstein Winterspell 2:0 und Kelberg verliert in Elscheid mit 3:2. Die Tabelle schenken wir uns. Kelberg ja seit vergangenen Spieltag Meister, Deudesfeld jetzt definitiv abgestiegen. Und Mehlenthal und Daun kämpfen ums Überleben bzw. wer in die undankbare Relegation muss. Am Sonntag müssen die Dauner, die stehen aktuell auf dem Relegationsplatz, nach Leudersdorf zur TuS Aabach. Für die Dauner sicherlich kein lockerer Mai-Ausflug. Meiner Mannschaft, was traue ich dir zu? Also, wie sie in den letzten zwei Wochen trainiert haben und gespielt haben, denke ich, dass wir eine große Chance haben. Wenn wir so weitermachen, wie wir bisher gemacht haben, am Sonntag haben wir gezeigt, dass man als Team mal rausgehen kann, diszipliniert Fußball spielt, über 90 Minuten und dann halt die Punkte zu Hause lässt. Aabach wird natürlich wieder schwer. Winterspelt spielt gegen Mehlenthal, auch Lokalderby. Da weiß man auch nicht, ob die Punkte da bleiben in Winterspelt. Wir müssen halt unsere Hausaufgaben machen bis zum Schluss. Es zählt nicht nur Leutersdorf, die drei Punkte, sondern auch danach das Heimspiel gegen Non. Wir müssen halt unsere Hausaufgaben machen, 6 Punkte aus dem Spiel rausholen und dann sehen wir zum Schluss, wo die Reise hingeht. Wenn es nicht reicht bis dahin und Mehlenthal auch alle beide Spiele gewinnen sollte, haben wir halt einen Punkt, sind wir dahinter. Dann spielen wir Relegation, aber bis dahin ist noch ein langer Weg. Schauen wir mal. Und jetzt der komplette Spieltag in der Übersicht. Absteiger Deudesfeld muss zum Meister nach Kelberg. Mehlenthal bekommt es mit Winterspelt zu tun. Da hofft man in Gonnenbrett auf einen erlösenden Dreier. Au spielt gegen Gerolstein. Da reicht den Gastgebern bereits ein Punkt, um Platz 2 festzumachen. Außerdem empfängt Oberkill die SG Darscheid. Ulmen spielt gegen Elscheid und Non erwartet Steffeln. So, und nun nochmal zur Partie Großkampen gegen Oberweis. Vor der Partie war klar, dass den Oberweisern mit einem Sieg der Titel nicht mehr zu nehmen ist. Und eigentlich ging jeder davon aus, dass der Tabellenführer vom Spiel beim Vorletzten dann auch als Meister zurückkehren würde. Ganz sicher waren auch die viel diskutierten Oberweiser Meister-T-Shirts im Reisegepäck dabei. Doch die bleiben erst einmal noch unter Verschluss. Denn es kam ganz anders. Rund 200 Zuschauer sahen in Lützkampen zunächst die hochfavorisierten Gäste auf der Siegerstraße. Simon Lehn verwandelte kurz vor der Pause einen Elfmeter zur Oberweiser Führung. Doch Großkampens Uli Hermes markierte in der 64. Spielminute zum Ärger der Gäste den Ausgleich. Und es kam noch schlimmer. In der 6. Minute der Nachspielzeit war es wieder Uli Hermes, der Großkampen sogar in Führung brachte. Doch dieser Treffer reichte nicht zur Sensation. Erneut brachte Oberweis eine Standardsituation und glich in der 8. Minute der Nachspielzeit durch Dennis Gansen zum am Ende glücklichen, aber insgesamt hochverdienten 2:2 aus. Oberweis-Trainer Marco Wallisch ärgerte sich selbst am Tag nach der Partie noch über die vergebenen Chancen seiner Mannschaft. Auch 24 Stunden nach dem Spiel denke ich immer noch sehr, sehr viele darüber nach, wie viele Chancen sie da verballert haben. Das waren dann doch einige. Der neue Trainer in Großkampen, Johnny Dunkel, hatte nach der Partie ein breites Grinsen im Gesicht. Wusste er doch, dass der überraschende Punktegewinn am Ende für seine Mannschaft im Abstiegskampf noch Gold wert sein könnte. Und zwar von vornherein klar, da haben wir über 90 Minuten müssen alles rausholen, was wir haben. Unsere Zweikämpfe führen und aggressiv führen und gewinnen. 100 Mann im Endeffekt auch eine gute Portion Glück braucht, um überhaupt zu punkten heute, weil man halt eben gegen einen scheinbar überstarken Gegner anzutreten hat. Die komplette Ergebnisübersicht des 24. Spieltags. Utscheid Neunkirchen 5:2, Herforst Lambertsberg 3:1, Speicher Schleid 3:0, Prüm-Enz Walsdorf 2:4, Rot-Kahlenborn Aabach 1:3 und das Derby Prüm gegen Weinsheim endete 1:4. Wir schauen auch auf die Tabelle auf Platz 1. Nach wie vor die SG Oberweis, dahinter Speicher und Weinsheim. Und im Tabellenkeller, da hat die SG Prüm-Enz von allen Beteiligten nach wie vor die schlechtesten Karten, die Klasse zu halten. Aber auch Großkampen könnte noch vom direkten Abstieg betroffen sein. Schaut man auf das Restprogramm der Kampener, auch da könnte einem Angst und Bange werden. Ähnliche Situation auch für Rot-Kahlenborn und Schleid. Beide bekommen es noch mit zwei unbequemen Gegnern zu tun und man darf gespannt sein, wer mit diesem Druck am besten umgehen kann. Schauen wir auf den vorletzten Spieltag. Da spielen Aabach gegen Prüm-Enz, Walsdorf, Großkampen, Lambertsberg, Speicher, Schleid gegen Utscheid, Weinsheim empfängt Neunkirchen, Prüm gegen Rot-Kahlenborn und Oberweis dann mit einer weiteren Chance gegen Herforst den Titel klarzumachen. Trotz des 2:2 am Wochenende in Großkampen
muss man sagen, ihr seid trotzdem immer noch in Rennen um die Meisterschaft ganz weit vorne und eigentlich auch nicht mehr zu stoppen, außer von euch selbst. Schauen wir jetzt auf den kommenden Samstag. Ich spiele hier zu Hause in Oberweis gegen Herfurst. Da habt ihr die Chance, alles klar zu machen. Vom Papier her jetzt nochmal eigentlich eine andere Nummer als Großkampen. Wie muss man sich jetzt vorstellen, nach dem Unentschieden, haben deine Jungs jetzt Angst, hier ins Spiel reinzugehen oder wie gestaltet sich die Sache? Nein, die haben keine Angst. Also die Situation ist ja noch die, dass wir jetzt am Wochenende noch einen Punkt würde ja auch noch ausreichen. Aber Angst haben wir nicht. Wir haben auch ausreichend Selbstvertrauen, das sieht man in den letzten Spielen. Wir spielen, haben die Spiele im Griff, wir spielen sehr, sehr gut, wir machen noch die Tore nicht. Und wir brauchen auch gar keine Angst haben. Und das wissen die auch. Also die kennen ihre Qualität. Die wissen auch, dass wir in der Lage sind, zu Hause gegen Herfurst zu gewinnen. Wir werden hier auch an der Taktik und auch schon gar nichts ändern. Wir werden hier mutig weiter offensiv Fußball spielen. Das ist unser Spielstil, den werden wir beibehalten. Ich sehe auch gar nichts, was zu ändern, weil es läuft. Also wir spielen uns die Chancen heraus und wir müssen einfach nur reinmachen. Und deswegen, also Angst habe ich keine, hat die Mannschaft auch keine. Wir müssen ruhig bleiben, locker bleiben. Dann werden wir hier zu Hause den nötigen Punkt holen. Ja, Marco, ist das Thema Meisterschaft jetzt am Samstagabend, so Stand 21.30 Uhr, 21.45 Uhr nach dem Spiel, ist die Meisterschaft dann bei euch in trockenen Tüchern oder gibt es dann am letzten Spieltag eventuell sogar das unverhoffte Finale Curioso, sage ich mal, in Speicher? Ja, die Meisterschaft ist Samstag in trockenen Tüchern. Also ich habe ehrlich auch keinen Bock mehr, also Woche für Woche zu warten und irgendwann werden wir den Sack auch zumachen. Irgendwann kommt das Glück dann auch wieder, dass der Ball dann auch im nötigen Moment hereinfällt. Wir arbeiten uns das gut und Samstag werden wir um 21.20, 21.30, Uhrzeit ist mir auch egal, aber werden wir Sack zumachen, ja. Ja, dann drücke ich euch die Daumen, hoffen wir, dass jetzt dann diese Woche klappt. Gell? Die Frage nach dem Meisterschürz wie letztes Mal stelle ich dann diesmal besser nicht. Ich wünsche euch trotzdem viel Glück und vielen Dank, Thomas. Ist auch für die T-Shirts besser, sie müssen nicht so weit fahren. Also zu Hause Meister zu werden, ist ja auch schön. Ja. Da habt ihr sie direkt hier, da könnt ihr sie direkt anziehen. Alles klar, Marco. Dann viel Erfolg. Vielen Dank. Und damit zurück zu dir, Laura, ins Studio. Ja, mal sehen, was uns die Oberweiser bis zum Ende der Saison noch so zu bieten haben. Das war's zur Kreisliga A. Alles schaut auf die SG Schneifelau. Ziehen die ihr Ding jetzt durch oder knickt die Truppe von Jörg Stölben auf den letzten Metern noch ein? Am vergangenen Spieltag kam man mit dem 2:2 gegen Geisfeld dem Ziel nicht wie gehofft mit 3, sondern nur mit einem Punkt näher. Pech für Au, dass Bitburg in Niederemme mit 3:0 gewonnen hat, denn sonst wäre die Meisterschaft schon 2 Spieltage vor Saisonende entschieden gewesen. So bleibt's nochmal spannend. Dahleiden gewinnt gegen Wallenborn mit 1:0. Geichling macht mit einem 5:2 in Schillingen den Klassenerhalt klar und Kilburg entführt beim 0:0 einen Punkt aus Leiven. Auch hier lohnt sich ein Blick auf die Tabelle. Vorne jetzt nur noch einen Sieg vom großen Ziel entfernt die SG Schneifelau. Bitburg mit 4 Punkten Abstand auf Platz 2. Wallenborn bleibt auf Rang 4, Kilburg auf 9. Dahleiden jetzt auf 10 und Geichling mit 35 Punkten gerettet auf Platz 11. Wer kann den Auern jetzt noch einen Strich durch die Rechnung machen? Der nächste Gegner heißt Dahleiden. Und da ist höchste Vorsicht geboten, denn Dahleiden ist so etwas wie der Favoritenschreck der Liga. Bitburg geschlagen, Schweich besiegt, Wallenborn jetzt geschlagen und auch im Hinspiel in Au holte die Mannschaft von Andreas Theis immerhin einen Punkt. Der würde am Sonntag der Mannschaft von Jörg Stölben allerdings noch nicht zum Titel reichen. Und dazu wird Dahleiden nicht als Sparringpartner auflaufen, oder Thomas? Ja, Andreas. Am Sonntag schaut jetzt die ganze Liga hier nach Arzfeld, denn mit Schweich und Bitburg habt ihr tatsächlich die hartnäckigsten Verfolger von Au, dem Tabellenführer, selbst geschlagen. Jetzt am Sonntag sind Au hier bei euch zu Gast. Kassieren die dann die erste Niederlage jetzt? Ja, wir werden uns sicher nicht kampflos geschlagen geben. Wir sind im Moment gut drauf, haben die letzten Wochen ganz guten und erfolgreichen Fußball gespielt und versuchen natürlich auch am Wochenende da anzuknüpfen. Ja, Au hat letzte Woche gegen Geisfeld ja auch Nerven gezeigt, haben Punkte gelassen. Aber für die wichtigen Spiele haben die noch einen Mann dabei, den man hervorheben sollte, Marco Michels. Wie versucht ihr den jetzt am Wochenende hier aufzuhalten? Ja, sie haben ja nicht nur Marco Michels, sie haben auch andere Top-Offensivleute. Da werden wir sicher eine geschlossene Mannschaftsleistung brauchen, wo wir auch defensiv kompakt stehen. Haben jetzt die letzten 2 Spiele 0 gespielt. Ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Und da hoffe ich, dass wir auch die Auer-Offensive eindämmen können. Ist bei deiner Mannschaft jeder dabei? Kannst du auf jeden zurückgreifen? Ja, Oliver Becker wird ausfallen. Ansonsten
Bei Dennis Schilling steht noch ein kleines Fragezeichen dahinter, aber ansonsten sind alle am anderen Bord. Dann vielleicht nur deine kurze Einschätzung zum Meisterkampf jetzt da oben. Wird die Meisterschaft jetzt dieses Wochenende schon entschieden? Ja, weiß ich nicht. Kommt jetzt auf die Ergebnisse an, aber ich denke, wir wollen unser Spiel auf jeden Fall gewinnen. Was Bitburg da macht, müssen sie selber gucken. Und ja. Was denkst du jetzt, wer macht's am Ende? Ja, sind beides Top-Mannschaften. Haben beide eine gute Saison gespielt, allerdings auch mit ein paar Schwächephasen drin. Ich gönn's beiden. Okay, Andreas, dann danke ich dir für deine Zeit. Und so viel darf ich schon mal verraten. Wir sind am Wochenende hier mit Leo TV zu Gast. Also für alle, die nicht hier beim Spiel sein können, freut euch drauf. Die Highlights natürlich wie gewohnt nächste Woche bei Leo TV. Und damit zurück zu dir, Laura, ins Studio. Wir schauen dann noch auf das komplette Programm unserer Bezirksliga-Clubs. Dahleiden gegen Au, Kilburg gegen Schilling, Geichling, Niederemmel und Weilmorn spielt gegen Bitburg. Was gibt's von der SG Elscheid zu berichten? Gegen Mayen gab es am Sonntag einen glasklaren 6:1-Sieg. Und damit ist klar, dass Elscheid auch in der kommenden Saison in der Rheinlandliga spielen wird. Glückwunsch auch von uns zum Klassenerhalt. Jetzt am Samstag, das ist in der Rheinlandliga bereits der letzte Spieltag, da geht's dann ohne Druck zum frisch gekürten Meister nach Eisbachtal. Bei den Frauen der Regionalliga Südwest ist bereits Schluss für diese Saison. Im letzten Spiel gewannen die Bitburgerinnen gegen den ehemaligen deutschen Meister aus Bad Neuenahr mit 3:2 und belegten in der Abschlusstabelle einen hervorragenden 7. Platz. 6 Plätze besser stehen die Bitburger Frauen aber in der Wertung der fairsten Teams der Saison. Platz 1 Bitburg, Platz 2 Neunkirchen und Platz 3 Biersdorf. Wer dann definitiv die Preise der Sparkassen Bitburg-Prüm und Vulkaneifel abräumt, da müssen wir uns noch etwas gedulden. Noch 2 Spieltage, dann stehen auch hier die Gewinner fest. Ja, liebe Fußballfreunde, das war Leo TV für diese Woche. Schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wenn ihr wollt, dann sehen wir uns wieder am kommenden Donnerstag. Euch allen, jetzt wo es überall um die Entscheidung geht, wünsche ich spannende Spiele und viel Spaß bei der ein oder anderen Aufstiegsparty. Macht's gut! Das war Leo TV. Bitte ein Bit.